Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted 3. Oh Mann. Wir sind hier stehen geblieben bei den Spinnen, die mich trotz Fackel angreifen. Ja, ist ja gut, mache ich. Danke für den Hinweis. Jetzt gehen sie auch weg. Ja, bin ja dran. Mach mal ruhig. Wow, sind das viele. Wo ist er? Okay. Nein, weg mit euch. Alter, weg da mit euch. Bin gleich tot, Leute. Aber doch nicht. Ich dachte schon. Wie viel Munition hat denn der geholt? Aber wieso sind die so aggressiv? Normal Licht hält mir den ja nicht. So, Freiheit, raus hier. Ich glaube, hier kommen wir durch. Wir müssen die Tür öffnen. Schneller. Und zieh. Ach, schön, dass du auch mit hilfst. Vielleicht kann ich sie von drüben öffnen. Halte die Daumen zurück. Ich helfe Elena von hier aus. Versuche es. Ja, okay. Guten Tag. Wie läuft's, Elena? Elena! Alles klar da hinten! Okay. Läuft. Weg mit euch. Elena! Weg mit euch. Oh Gott. Moment, Junge. Sally, komm sie jetzt. So. Weg mit euch. Nein! Ich brauche Kugeln. So, meins. Wie geht's voran? Ich glaube, ich hab ihn. Dann mach die Tür auf. Und ich brauche bitte noch Kugeln. Können Sie mal beeilen, bitte? Hallo. Kommt mir noch näher, bitte. Mach die scheiß Tür auf, mal. Ich hab nur noch zwei Schüsse, Leute. Oh oh. Danke sehr. Oh Gott. Oh Mann. Ich habe langsam die Schnauze voll von diesen Viechern. Halt, ihr wusstet davon? Wann hattet ihr vor, mich zu warnen? Hey. Schaut mal. Die Welt täuschte dich nicht mit Schönheit. Es ist der Traum eines Träumers. Ein Trugbild der Wüste. Bevor der Becher des Todes dich tränke. Reizend. Alles auf Englisch. Ja. Ja, das war wohl Drake. Okay, okay. Jetzt nochmal im Klartext. Drake segelt tausende Meilen auf der Suche nach diesem Atlantis der Wüste. Und als er hier ist, bringt ihn das, was er findet, dazu, umzudrehen, zurückzusegeln und seine Expedition zu verheimlichen. Genau. Aber du... Du machst weiter, nicht wahr? Ja. Und wofür? Den Schatz? Sally, auf dich hört er. Halt ihn bitte auf. Ja, Sally, bitte, halt mich fest. Ihr zwei habt sie doch nicht mehr alle. Elena, komm, wir machen doch nur Spaß. Hört zu. Ihr habt gewonnen, okay? Ihr habt sie geschlagen. Ihr wisst, wo die Stadt ist. Und Marlow nicht. Wieso reicht das nicht? Frauen. Boah, ist die angepisst. Ja, weiter geht's. Lass mich holen. Oh, die guckt doch ganz aggressiv. Uiuiui. Wieso auch schon, wenn wir wieder 32 Schuss? Das ist komisch. So, irgendwie muss ich wieder rauskommen, oder? In Deckung, das war jetzt... Deckung. Zufall. Okay, bitte Waffe ziehen. Und wo seid ihr, Gegner?
Wohl übel müssen hier kommen, oder? Da kommen sie. Okay. Scheiße. Da ist einer. Hey, wer schießt denn da? Guten Tag. So. Nachladen kurz. Ne, ich behalte erstmal die ist irgendwie besser gerade. Das nehme ich mir aber. Eine Granate ist immer hilfreich. Ich kann nicht sehen. Sorry, alles klar? Ja. Könnte besser sein. Oh. Ja, wieso denn auch? Hallo! Aber von hinten schlägt man... Alter! Da bin ich mit zwei Schlägen gerade K.O. geboxt. Fieser Mörpes. Das Ganze jetzt von neu? Okay, bin bereit. Ich kann nicht sehen! Sorry, alles klar! Scheiße! Wieso soll er noch verziehen? Ist gut, so sehen die Gegner mich nicht und ich sie auch nicht. Oh, guten Tag. So, weg mit dir. Ja, wieso habe ich jetzt eine andere Waffe? Ich dachte, das ist die gleiche. Verdammt. Oh, was war das denn jetzt? Cool, ich meine, das ist so leicht mit denen. Tschüss. Hab den Geschenk da gelassen. Hi, Mano. Wollte runterzählen. Oh, hi. Geräusch. Und tschüss. Alles klar. Da ist noch einer. Für dich. Super. Seht ihr noch mehr? Nö, der Nebel verzieht sich langsam nur. Und wie sollen wir das machen? Hier drüben, Nate. Ich helf dir hoch. Wo bist du denn? Okay. Dann raus hier. So, ich hau ab, ne? Ich lasse euch unten. Was denn? Kommt da noch mehr? Okay, passt auf. Ich schick euch die Leiter runter. Nee, lasst es. Okay. Scheiße. Geht klar. Bitte. Und wir haben es geschafft. Juhu. Hast du es? Gut. Danke. Gib mir eure Waffe. Die könnt ihr nicht mit auf die Straße nehmen. Ach, richtig. So gern ich das würde. Okay, ich glaube, wir sind sicher. Komm. Macht langsam, Leute. Verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Na, haut euch ab. Stickerschreit, wieso nicht? Da glitzert was, da gehe ich hin. Ich kann schon so langsam gehen. Ich will ein bisschen schneller gehen, bitte. Ja, genau. Wollte auch sagen. So, ein Schatz gefunden. Eine Kette. 20 Schätze. Wow. Sally in Atasde. Ihr wartet auf mich. Na los, hier hoch. Hier lang. Okay. Nein. Nate? Lauft. Lauft. Oh nein. Ruhig bleiben, Junge. Bleib weg! Bleib weg! Was ist los mit ihm? Es sind die Drogen. Was? Na los, wir müssen ihn hier wegschaffen. Komm schon, lass mich los! Okay. Wir wollen... Verschwindet! Lasst mich in Ruhe! Nein! Ja, jetzt sind wir voll auf Hallis hier. Wie geil ist das denn mal? Gehen Sie weg. Ganz ruhig. Okay. Oh Gott. Oh Gott.
Boah, ist das komisch zu laufen hier. Nein. Kommst du durch? Ja. Nein, will ich nicht. Drake. Nein. Bin ich nicht. Marlow wartet. Wieso? Warum? Weshalb? Es ist gleich vorbei. Ich bleib einfach stehen, oder? Klappt das? Boah. Das verwirrt einen wirklich mal ein bisschen. Keine Sorge. Wie, keine Sorge? Schau mal, coole Straßen hier. Renn ich gerade im Kreis? Sully ist nicht hier, Drake. Nee, bin ja weggerannt von dem Dummkopf. Sie sind jetzt allein. Keine Angst. Ich weiß, wie Charlie dich geführt hat. Ich weiß ja gar nicht, wo du bist, Idiot. Okay. Nicht wehren. Ich soll nicht gehen, also. Wir sind ja da. Dann helft mir doch! Hören Sie auf mich. Sie wissen, was Boah. Wir wollen. Sie dürfen nicht. Keine Sorge, die tun Ihnen nichts. Jetzt hoffe ich auch wie die. Ich weiß ja nicht, wen sie meint, aber... Wo ist das? Oh, kann es mal vorbei sein? Ich weiß nicht. Geben Sie sie uns. Was denn? Ich weiß nicht. Oh, das ist hell. Verdammt, ich weiß nicht. Bitte, ich weiß nicht. Kannst du mit dunkler machen? Danke. Willkommen zurück. An Ihrer Stelle würde ich lieber ruhig bleiben. Sie sind nicht ganz legal hier. Schon vergessen? Großes aus kleinen Ursprüngen. Hinter diesem dreisten Gehabe steckt immer noch derselbe kleine, verängstigte Ausreißer, oder? Lassen Sie die Spielchen. Sie kennen mich nicht. Tatsächlich denke ich, dass ich Sie besser kenne als jeder andere, Mr. Drake. Natürlich ist das nicht Ihr richtiger Name, oder? Aber damit wollen wir uns nicht aufhalten. Mutter begeht Selbstmord. Vater übergibt den Sohn im Alter von 5 Jahren dem Staat. Aufgewachsen im St. Franziskus Kinderheim. Wie in einem Dickens-Roman. Oh. Keine Sorge, sie interessiert uns nicht. Außer, natürlich, wir müssen ein wenig Druck ausüben. Was wollen Sie von mir? Tja, auch wenn ich es nur ungern zugebe, ich brauche Ihre Hilfe. Bei der Suche nach Victor Sullivan. Klar. Wir wissen bereits, dass er die Koordinaten für Ihr Rahmen hat. Woher wissen Sie das? Von Ihnen, Nathan. Anscheinend ist Ihre Loyalität nicht so unerschütterlich, wie Sie dachten. Was ist mit ihm? Was? Was soll das werden? Gar nichts. Es ist nur... Tja, wir haben sie nun schon einige Zeit in unserer Gewalt. Und er hat sich gar nicht bemüht, sie zu retten. Er hat sie auch nicht in Cartagena gerettet. Er sah nur eine günstige Gelegenheit. Ich weiß, was Sie vorhaben. Glauben Sie mir. Victor geht es immer nur um Victor. Das ist einfach nur ein Fakt. Ich habe es vor 20 Jahren entdeckt. Es wundert mich, dass Sie so lange gebraucht haben, um es herauszufinden.
Sie verschwenden Ihre Zeit, Lady. Wie Sie meinen. Aber denken Sie nach. Als er Sie damals vor 20 Jahren auf Kolumbiens Straßen aufgelesen hat, hat er Sie vor jenem Leben bewahrt? Oder hat er Sie vielleicht nur dazu verdammt? Ah, wunderbar. Tja, wir haben Sullivan gefunden. Er ist hier in der Stadt. Tut mir leid, Nathan. Anscheinend sind Sie entbehrlich geworden. So, auf der Suche oder nach der Jagd nach dem Idioten hier. Komm her, Talbot, ich krieg dich doch. Aus dem Weg, Leute. Oh, bleib stehen. Woher gehst du? Uiuiui. Danke. Nett. Danke, mal schön aus dem Weg gehen. Du störst da gerade. Geh halt hierher. Natürlich. Schöne Theke. Na. Uiuiui. Das stimmt ja genauso wie ich. Komm her. Verdammt. Komm her. Verdammter Feigling. Stell dich endlich. Oh. Uiuiui. Guten Tag. Der haut genauso gerade von der Polizei wie ich. So, ja, trotzdem sich mal umzudrehen. Ich kann nicht schlagen. Ja, ich stehe jetzt oder hau ich vor der Polizei ab, wenn ich nicht schlagen kann. Ui. Geht das so? Ja. Wo ist er hin? Ja, okay, ich renn mal. Und da, guten Tag. Das war jetzt Zufall. Ja, genau. Wäre auch fies geworden, wenn du es geschafft hättest, sich da festzuhalten. Wieso rennt der so langsam nur? Okay, was heißt langsam? Der haut mich gerade ab. Ich halt hier hin. So, und weiter geht's. Guten Tag. Verdammt. Überraschung, Arschloch. Nein, 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 nein! Ich glaube, man kann ja von der Polizei erwischt werden, oder? Autsch! Mist! Tja, danke für die Abkürzung. Ups! Ein Stück zu weit. Die Polizisten scheinen ja ein bisschen doof zu sein. Alter, ist ja schnell. What? Was ist mit dem falsch? So, wo ist er? Ich glaube, hier kommt keine Polizei, oder? Hä? Okay, gehe ich einmal hier im Kreis. So. Bleib mal in dem Bogen hier stehen. So, wie es aber in der nächsten Folge weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Aber bis zum nächsten Mal. Ciao.